Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zur Total War Warhammer 2 mit den mächtigen Beastmans. Ja, da sind wir wieder in einer neuen Session. Und ich muss mal eben kurz gucken, was wir denn das letzte Mal gemacht haben. Hier waren wir am Belagern, das ist richtig. Wir brauchen hier Belagerungstürme. Wir haben in einer Runde Vollmond. Der ist ja der neue Champion, der neue Held, den ich ja ganz interessant finde. Den werden wir uns auf jeden Fall näher angucken. Der hat nämlich eine besondere Plündererstellung. Okay. Und dann haben wir natürlich noch Kazak. Ach ja, ich erinnere mich. Er hat ja die Seuche abbekommen. Oh, schön. Die Seuche. Wir haben insgesamt schon 80 Punkte. Das werden auch noch, denke ich mal, deutlich mehr. Wir haben so gut wie alles gemacht, ne? Können wir noch was ausbauen? Ja, dürfen wir. Sollten wir das Geld hier investieren? Warum eigentlich nicht? Wir können ja auch alles ausbauen bei ihm, ne? Ah, ich freue mich. Neue Session. So, der dunkle Mond. So ist es. Wir haben einen normalen Mond, eine normale Sonnenfinsternis. Kapazität von Gorherden und Gorherden mit Schilden klingt eigentlich ganz nett, wenn es hier um 50% gesenkt ist. Wir kriegen die volle Verstärkung. Jetzt ist die Frage... Wir nehmen die Verstärkung, weil ich möchte gerne einfach mal testen und wissen, ob das auch gegen die Seuche hilft. Aber ich glaube... Nein. Schädel für den Schädelthron. Sehr nett. Lass mich raten. Es geht nicht, ne? Weil die Seuche verhindert die... Sollte das verhindern. Glaube ich zumindest. Reicht uns ein Turm? Wir müssen mal eben gucken, haben wir hier das Dreiergebäude, dass wir einen Turm mit drauf kriegen? Nee, kriegen wir natürlich nicht, ne? Dann werden wir erstmal weiter in Ruhe belagern. Hinter uns haben wir Verschleiß. Wir könnten dich noch ausbauen. Das werden wir auch machen. Vielleicht wäre das andere Gebäude wiederum auch interessant gewesen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Standardeinheiten hier. Das wäre eigentlich die Gorherde oder die Gorherde mit Schilden, die wir weiter ausbauen sollten. Da müssen wir uns erstmal noch mit normalen Einheiten begnügen. Was war denn bei dir? Ich muss mal eben kurz gucken. Was hast du denn später gehabt? Nahkampfwaffe, Waffenstärke, Zentigore, Chaosbrut und Grinderlack. Abscheuliche Regeneration für Chaosbrut, ja. Aber wahrscheinlich dann mehr Verschleiß bei Verluste, Überfall des Plünderers. Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte, Segen. Aktiviert den Kontakteffekt Berührung der Verderbnis, Schaden über Zeit. nimm mal bitte vom Blut getrieben mit. Ich meine, natürlich, wir könnten auch... wir könnten auch, aber das machen wir jetzt noch nicht. Zentigore. Haben halt welche mit Wurfwaffen mit dabei, ne? Wir gedulden uns einfach noch eine Runde. Uns läuft ja nichts weg. Wir sind ziemlich gut dabei. Und die Konföderation. Bewege einen Charakter in die beliebige... Einen beliebigen Charakter in die Region. Das können wir natürlich machen. Reikland mit Middleland. Okay, eine Fraktion wurde vernichtet. Sehr schön. Verursacht Angst bei Hinterhaltangriffen. Okay, und die Randale endet, ja.
Und das hilft leider wirklich nicht. Wie lange sehen wir denn, dass das so bleibt, die Seuche? Also die Seuche ist leider letztendlich einfach nur ein nerviges Problem, wenn ich das mal so sagen darf. Erfolgschance auf den Hinterhalt nehmen wir gerne mit. Das kommt uns zugute. Ja, du bist halt hier mit einer Seuche, ne? Seuche, 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 Seuche. Du bist von der Seuche nicht betroffen. Kannst aber, ne? Weil das hier auch verseucht ist. Okay, Seuche nur 3 Runden. Seuche nur 3 Runden. Seuche 2 Runden. Seuche 0 Runden. Du belagerst bitte weiter. Ach so, er leidet schon Verschleiß. Moment. Ja, das ist gut. Das ist gut. Genau so etwas wollten wir gerne. Wir haben hier schon alle Helden drinnen. Das, was uns hier eigentlich fehlt in der Armee, ist etwas, was flankieren kann. Die Frage ist halt, ob wir vom Flankieren wegkommen. Wir könnten natürlich auch mehr Chaosbruteinheiten mitnehmen. Und ich glaube, das machen wir auch einfach, damit wir es hinter uns haben. Wir haben schon wieder 1000 Schrecken. Der Schrecken. So, und dann haben wir 8, 6, 10, 10. Und Nummer 8. Das sieht ganz gut aus. Unsere Ziele sind ja gewesen in der kleinen Kampagne, dass wir noch Hexo holen, ne? Ja. Und die folgende Schlacht gewinnen. Aber wir haben noch ein bisschen was zu tun. Der Kettenpanzer. Wir sollen nach Ostland. Ach du Jemine, okay. Das Schöne ist ja wiederum, dass wir mit seiner Hordenfraktion wenig Zeit benötigen, um in unserer Runde fertig zu werden, ne? Okay, er erleidet gerade so viel Verschleiß, dass das hier schon wieder 0815 wird, ne, wenn ich das richtig sehe. Wahnsinn, Wahnsinn, wie wir belagern können. Ich hätte ehrlich eigentlich gehofft, gerade mit der Seegarde von Lothar, was ja wirklich eine sehr, sehr starke Standardeinheit ist, wenn man das so sagen möchte, dass er rauskommt. Dann hätte er uns auf jeden Fall mehr Schaden zufügen können als so. Aber so wie er möchte, kriegen wir fast 6000 Gold und nochmal 10.000 Gold, weil wir das hier abreißen. Banner der Eile. Die Ogersöldner kommen wieder. Wir werden uns erstmal wieder verstecken. Wir sind Stufe 40. Wir sind Stufe 40. Das war es dann, ne? Der letzte Punkt in mehr Leben. Hier sind wir schon in Spezialist reingegangen. Hier hatten wir jetzt auch alles voll. Dann nimmst du bitte die Rüstung mit. Du bist Stufe 27. Du hast auf jeden Fall noch was zu tun. Gut, haben wir das. Ja, bau ruhig. Mach dich ruhig voll, dann bist du der Erste, der voll ist. Dich müssten wir ja erstmal rausholen, ne? Damit wir weiter abreißen. Die Frage, die sich mir gerade stellt, ist, sollen wir dich einfach mal nach hier oben holen und dich hier plündern lassen? Ja, ne? Weil dann erleiden die Leute, die nicht hier stehen, auch Verschleiß. Dann haben wir nämlich 2 Armeen, mit denen wir hier agieren können. Das sieht sehr, sehr gut aus. So, Kasak, wie sieht's denn aus? Darfst du? Ja, das sieht gut aus. So habe ich mir das vorgestellt. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. So, weil wir ja schon dabei sind, jetzt ist die Frage, wollen wir uns den Malagor, das dunkle Omen, noch mit ins Boot holen? Aber vorher sollten wir eigentlich Schamane, Sturmbulle und Häuptling natürlich einen hochsetzen, was uns deutlich kostet. Oder wir warten ab mit den Punkten und verbessern den Herdenstein. Ich glaube, das sollten wir mal machen. Die Einheitenkapazität sieht sonst ganz gut aus. Ja.
Ja, bitte, Norskar, ein Nicht-Angriffspakt. Brauchen wir aber nicht. Und du möchtest jetzt Frieden, brauchen wir auch nicht. Kommen sie wieder überall an der Ecke umhergeschlichen. Ist es nicht nett? So, die Seuche ist vorbei. Wir kriegen langsam, aber sicher kriegen wir Punkte, was mir sehr, sehr gut gefällt. Du gehst bitte einmal hinaus. Gehst schon mal in die Überfallstellung und dann kommst du einmal hier nach unten. Ja, wir sind ein Eindringling, das ist aber okay. Oh, beide Armeen sind von der Seuche betroffen. Wenn wir Glück haben, kommen wir hier jetzt gleich wunderbar durch, ne? Wenn wir Glück haben. Dann einmal zu dir. Du wirst bitte in Überfallstellung gehen und kommst dir schon mal rüber. Eine 10er Garni. Oha, die uralte Stadt Quintex und dann nur eine 10er Garni. Das ist natürlich schon ein bisschen... Naja. Mögt ihr beide euch eigentlich? Ja. 20er Armee, eine 11er Armee. Wo ist denn hier die Grenze? Sie hat immer noch keinen Verschleiß, ne? Wir sind immer noch nicht dran. Aber nur Standardeinheiten. Okay, soweit so gut. Soweit so gut, möchte man meinen. Lassen wir die erstmal alle in Ruhe plündern. Oha. Oha. Okay. Also Clan Skryri. Ikkit Claw wird angegriffen von Leon Leon Kör. Wir kennen es ja von Koron. Und das Dreikland kommt mit dazu. Konföderation mit dem Orden der Lehrmeister. Die Brüder haben sich also wieder. Nun gut, wie kriege ich denn das hin, dass du Verschleiß hast? Irgendwie erleiden die keinen Verschleiß hier, ne? Das ist halt merkwürdig. Nein, bitte noch nicht. Der untere Teil gehört auch dazu, ne? Der Mondsplitter. Ja. Aber nochmal Glück gehabt. Hat er nichts Besonderes dabei? Werden wir eben niederreißen. Mehrere Siege über Hochelfen. Das ist nett. Dann versteckst du dich bitte und regenerierst dich. Du nimmst weiter deinen Spezialist mit. Und du, mein Lieber, nimmst Dickhäutigkeit mit. Können wir etwas ausbauen für dich? Weil wir haben wieder ein bisschen Kleingeld. 8500 und 8500. So, und damit ist dann Taurogs Horde komplett fertig. Die haben wir. Wir gucken mal eben bei Kazak drüben vorbei. Wir haben ja jetzt mehrere Kriegsfragen. Ach, du bist am Belagern hier. Ah. Dann komm mal bitte rüber. Weil er wird da angreifen. Wir werden dort als Verstärkung mitkommen. Wir merken uns mal 80 Punkte. Ich bin mal gespannt, ob wir die 8 Punkte kriegen. Selbst wenn wir als Verstärkung dazu... ...dazu kommen. Das würde mich interessieren. Ach, Malekith, du bist ja auch noch da. So, das ist nämlich die Schlacht jetzt. Also das Skave greift an. Wir kommen als Verstärkung. Sieht nicht gut aus. Das sieht leider nicht gut aus.
So, einen Härtensteinwächter haben wir bekommen. Nee, wir haben die Punkte nicht bekommen. Also das hilft dann schon mal leider nicht. Chaos, Korruption, physische Resistenz, Chaos, Korruption. Ah, wir sind am Plündern. Wir können mal eben kurz wieder zurückkommen. Bei dir hatten wir, soweit ich weiß, alles fertig, ne? Was wir eigentlich haben wollten. Wir könnten natürlich noch die Geschossresistenz mitnehmen. Die wäre ganz interessant. Und hier müssen wir natürlich die Helden dann auch auf Vordermann bringen. Dann nimmst du auch bitte erstmal Geschossresistenz mit. Der Häuptling. Er sieht gut aus. Der nimmt auch direkt schon mal Geschossresistenz. Weil jetzt fängt es an, dass wir ekelige Fernkampfeinheiten dabei haben. Der Häuptling ist ausgestattet. Du bist schon ausgestattet. Die Armee sieht hier relativ gut aus. My lady will not allow it. Ja, ihr habt ja eh gar keine Chance, ne? Nee. Also das wird das Gave ja hier ohne Probleme hinkriegen, gehe ich mal davon aus. So, wir gucken mal hier eben. Wir hätten sogar noch einen Herdensteinsplitter. Den würde ich aber hier unten reinsetzen, wenn. Bei Hexo. Das heißt, wir gehen weiter plündern. Und zwar geht es Richtung uralte Stadt von Quintex. Und du wirst hier weiter plündern. Was ich interessant finde, ist, warum er keinen Verschleiß erleidet. Weil eigentlich bekommt doch jede Nicht-Chaos-Fraktion Verschleiß, oder nicht? Merkwürdig. Okay, also hier plündern wir, dort plündern wir. Das sieht soweit gut aus und der Rest, der sieht auch soweit gut aus. Ich will mal eben kurz gucken. Du hast auch schon einen erhöhten Angriffsbonus. Wer würde uns denn fehlen? Du hier. Du bekommst bitte nicht das Opal, sondern die physische Resistenz. Du kriegst eine Rüstung. Jawohl. Und dann eben kurz bei dir geguckt, ob wir dir irgendetwas in die Hand geben können. Das Opal-Amulett. Hier haben wir auch nichts mehr. Chaos, Korruption können wir dir in die Hand geben. Der Schamane nimmt bestimmt Energiereserve. Der Winde mit. Ja. Einfach so ein paar kleine Buffs mitnehmen, ne? Wir haben aktuell 160 Punkte, okay. Ui. Okay. Ja, die Fraktion wurde vernichtet. Wir haben es eben gesehen. Erfolgschance auf den Hinterhalt. Das letzte Abendmahl. Das heißt, wir haben eine geringere Startmenge der Winde der Magie und Co. Du nimmst bitte den Blick der dunklen Götter mit. Das finde ich ist ein schöner Buff. Du wirst bitte die uralte Stadt belagern. Wir brauchen hier wieder Türme. Mal gucken, ob er rauskommt. Das wäre natürlich von uns von Vorteil. Vielleicht auch von Nachteil. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Du nimmst bitte dann Wundenschläger mit, damit du auch ordentlich draufhaust. Dann haben wir Kazak. Kazak hat natürlich jetzt... Wer bist denn du hier oben? Och, Leon Kerr wartet da oben auf uns. Das ist natürlich herzallerliebst. Da werden wir mal eben rüber laufen. Wir wollen ja noch mehr Punkte uns holen. Du wirst bitte Menschenschmaus mitnehmen. Damit wir noch mehr plündern. Ja, ich sehe schon, ihr mögt uns nicht, ne? Du bist mit denen im Krieg. Das ist okay. Das heißt, die wirst du gleich plätten. Obwohl, wir kommen da gar nicht besser dran, ne? Das ist ja ein neuer legendärer Held, den ich hier gerade sehe. Er hätte sonst nicht hier die besonderen legendären Gegenstände. Hm,
ich weiß nicht, was der uns für Buffs geben würde, wenn wir diesen erlegen im Kampf. Große Härtensteine. Jetzt werden wir natürlich die großen Härtensteine bauen. Die kosten uns auch wieder nichts. Also das mit den Härtensteinen ist eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Muss ich schon zugeben. Ich finde das sehr, sehr nice gemacht. Möchtest du uns jetzt den Krieg erklären? Oh, ein Friedensabkommen. Mit dem Schmiedebund. Dein Bündnispartner sind aber die 1000 Schlunde und das ist den, den wir eigentlich gerne angreifen wollen, ne? Oh, kommt das Chaos jetzt? Fängt es an? Nee. Euer Einfluss weitet sich aus, o mächtiger Herr. Eure nicht endenden Siege ändern das Schicksal selbst. Die Welt geht, ob eurer unüberwindlichen Macht, in die Knie. Kapitelziel abgeschlossen. Führt den folgenden Ritus durch die Verbesserung der großen Herdesteine. Ja, das ist sehr gut. Wir plündern uns selbst. Feindliche Heldenaktivität. Aha, aha. Einheiten angreifen, ist ein Misserfolg gewesen, was mich sehr freut. Reißt 15 Siedlungen nieder. Okay, wir werden einfach weiter belagern. Jetzt läuft er irgendwo oben entlang. Das ist, finde ich nicht gut. Ja, vor allen Dingen, weil er ihn jagt. Schade, verdammt. Du nimmst bitte einmal Urinstinkte mit. Ich weiß gerade nicht, was schlauer ist, ob wir oben oder unten entlang gehen. Ich weiß auch nicht, was die Orks hier vorhaben. Hm, wir könnten zwar hinterherlaufen. Die Möglichkeit haben wir. Das sollten wir vielleicht auch ausprobieren. Und ich glaube, den werden wir einfach den Krieg erklären. Ja. So, damit er auch direkt weiß, dass wir ihn verfolgen, wie es sich gehört. Weil das würde mich interessieren. Einfach ein neuer Champion, der gibt uns neue Buffs, wenn wir ihn besiegen im Kampf. Und dann würde ich sagen, wir werden hier eine 10er Garnison mit Leon, Leon, Kör. Da bin ich immer gespannt. Komm mal her, Khazrak. Ein knapper Sieg. Das soll wirklich ein knapper Sieg sein, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich meine, gut, er hat die Heiligen Hüter, die Grals-Reliquien hat er dabei als Buff, eine Menge Infanterie und dann wiederum nur ein Trebuchet. Hm, warum soll das bitte ein knapper Sieg sein? Die Verluste sind niedrig, ein knapper Sieg. Leon, Leon, Kör. Eigentlich lohnt sich das nicht, aber wir werden das spielen, aber das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.